6594 Leute vor der Bühne in Halle im Neustadtzentrum. Schön. Schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe gerade mit dem Center-Chef schon gesprochen. Es ist ja doch schon eine Weile her, um genau zu sein, ein Jahr. Denn da war ich hier bei euch mit meinem Vorgängeralbum. Ich wollte nie dein Engel sein. Wer war denn vor einem Jahr da? Hier die Dame in Lila. Schön. Schöne Farben, ne? Frühlingsgefühle, ja. Passt natürlich auch. Ja, du warst natürlich auch da letztes Jahr, ne? Also für diejenigen, die sich jetzt sagen, Mensch, wer ist denn das da auf der Bühne, stelle ich mich natürlich gern nochmal vor. Ich bin die Anna Karina und freue mich wirklich sehr, hier zu sein in meiner, wie ich immer sage, schon kleinen Heimat, denn ich komme ja aus dem schönen Sachsen-Anhalt und wir waren sehr, sehr oft mit meinen Eltern hier, zum Beispiel auch mit dem Puppentheater. Und 2011 war ich bei Deutschland sucht den. Ja, die Dame sieht bei DSDS. Hast du geguckt damals? Ja, ich habe gut verfolgt. Ist ja schon wieder ein paar Jahre her. Und ich habe mich dann damals ganz bewusst entschieden für den Weg in den deutschen Schlagerbereich, in den deutschen Schlagerdschungel, wie ich es immer nenne. Und ich liebe einfach die deutsche Musik, den deutschen Schlager. Und so ist auch das neue Album entstanden, was heute quasi geboren wurde. Also ihr seid jetzt die Zweiten. Wir waren gerade im Großpösner, die eben die Lieder jetzt hören. Und man ist schon ziemlich aufgeregt, glaubt ihr mir, oder? Ja, das ist meine Mama ist auch da, wunderbar, wir alle am Start heute. Ja, und ich war natürlich auch sehr, sehr aufgeregt und bin mal gespannt, wie euch die neuen Lieder gefallen werden. Und wir machen direkt mit dem nächsten Lied weiter. Es heißt, dein Lachen schiebt die Wolken weg. Und ihr braucht euch überhaupt nicht schämen, ihr könnt hier richtig Party vor der Bühne machen, ja? Wir halten das alles schön fest und dann geht's gleich los. Auch gefragt, das neue Album heißt ja Liebe passiert. Wer ist denn hier in Halle Neustadt verliebt und ist gerade so richtig schön in Frühlingsgefühle-Stimmung? Ruhig mal den Arm nach oben. Okay, na doch, drei, vier Stück hier vorne auch, ja? Die Liebe ist was Schönes, oder? Ja, und natürlich hat der Albumtitel ja auch einen Sinn. Wir wollen ja nichts ohne Sinn machen. Ich bin ja seit einiger Zeit sehr, sehr verliebt in einen tollen Mann und vielleicht weiß ja der eine oder andere sogar in wen. Hier vorne die Dame? Stefan. Florian Silbereisen. Nein. Spaß beiseite. Natürlich Stefan Ross. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren zusammen und das Album Liebe passiert ist ja so auch entstanden. Es geht um die tolle, um die Liebe halt einfach, um dieses tolle Thema. Und Stefan ist ja auf der CD auch mit drei Duetten dabei und ich soll euch ganz, ganz lieb von ihm grüßen. Er hat gesagt, grüßen wir unbedingt Halle Neustadt. Und er hat auch gesagt, Mensch, auf dem Album darf natürlich eine Ballade nicht fehlen, ein richtiger Herzenssong. Und so heißt auch der nächste Titel, Ich glaub an dich, in einer kleinen, schlücklichen Version für euch zum Reinhören. Ich bin gespannt, ob euch die Ballade gefällt. Hier ist sie, Ich glaub an dich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, und wenn man natürlich verliebt ist, möchte man auch gerne verreisen. Also ich verreise auch sehr, sehr gerne, wobei es muss ja nicht immer in die Ferne schweifen, wenn es in Deutschland so schön sein kann. Wer plant denn auch seinen nächsten Urlaub? Wer ist urlaubsreif hier in Halle Neustadt? Ja, alle, ne? Es kann ja, ja, hier hinten auch. Ja, der Sommer kann kommen. Ich habe mich lange gesehnt nach Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und deshalb durfte natürlich ein Sommersong auf dem Album nicht fehlen. Und der heißt ganz einfach, von hier bis ans Meer. Ich nehme euch also alle mit, direkt von Halle Neustadt bis ans Meer. Los geht's. Verboten, aber schön. Gut, dann machen wir den. Tag heute live hier im Neustadtzentrum in Halle. Eine Wahnsinnsstimmung vor der Bühne, aber das kennt man von Halle. Absolute Wahnsinn. Das ist der Hammer, ja. Ja. Und gleich kommen wir auch zur Autogrammstunde. Ja. Da habt ihr alle die Möglichkeit, euch vorne hier eine CD oder eine Autogrammkarte mit nach Hause zu nehmen. Ja. Bevor wir dazu aber kommen, könnte es ja sein, dass ihr noch was hören wollt. Ich weiß nicht, wie sieht's denn aus hier in Halle? Wollt ihr noch was hören? Dann, das klingt überzeugend, dann, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt auch den Titel, weil ich habe ja versprochen, ich nehme euch mit ans Meer. Also das geht ganz schnell, eigentlich mit dem nächsten Lied. Bis ans Meer. Haben okay, wir dabei. Bis ans Meer. Die Nummer 13. Genau. Alles klar, bis denn. Freitag der 13. Ne? Und jetzt sind wir in Halle. Danke, danke, danke. Schön, schön war's. Sehr schön. Ja, und jetzt kommt das Allerbeste. Ja. Jetzt könnt ihr Anna Karina alle mit nach Hause nehmen. Oh ja. Das ist ganz einfach auf CD oder auf Autogrammkarte. Ja. Denn wir kommen jetzt zur Autogrammstunde. Erstmal möchten wir uns nochmal bedanken, dass du bei uns bist. Gib nochmal bitte einen Riesenapplaus für Anna Karina Wojcik. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Und es ist ja meine Premiere
heute quasi. Ich habe mir mit Absicht auch Halle ausgesucht. Das ist ja heute Tag der Veröffentlichung von dem Album. Und du hast es schon gesagt, jeder kann mich nach Hause nehmen. Da wäre ich natürlich sehr, sehr froh. Ja. Du wirst es nicht glauben, genau hier habe ich mit dem Stefan auch schon gestanden. Echt? Gibt es sogar ein ganz tolles Foto. Siehst du? Wo er so in den Himmel schaut. Ah, okay. Ja, müssen wir nachher mal raussuchen. Das ist schon ein bisschen her. Ja. Ja. Tja, Autogrammstunde, nochmal vielen Dank. Ja, die Autogrammstunde, die geht folgendermaßen. Auf dieser Seite geht's herein. Hier gibt's dann den Radio Schlager Paradies Flyer, ganz wichtig. CD.